Ja, hallo YouTube und herzlich willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde, hier bei mir im Wald. Ja, also seitdem das Video gestern gekommen ist, ist eine Woche vergangen. Ja, also, nee, nicht für euch, für mich. Also seitdem ich die letzte Aufnahme, ist ja auch egal. Also es ist auf jeden Fall einiges passiert so in der Zwischenzeit. Und von dem her machen wir mal kurz einen kleinen Rundgang. Hier drüben hängt jetzt eine schöne große Karte von meiner direkten Umgebung an der Wand. Das Bett ist weg. Es ist nämlich umgezogen in den ersten Stock rauf. So, das steht jetzt hier drüben. Also hier sind Wände eingezogen, beziehungsweise es ist genau wie unten, sind das hier diese... So, hier steht jetzt mein Bett. Das wird das Schlafzimmer. Hier geht es raus auf den Balkon. Da ist also auch ein Dach drüber gekommen. So, hier vorne habe ich noch einen Balkon angebaut, der ist auch überdacht und obendrauf über den ersten Stock ist natürlich auch nochmal ein Dach raufgekommen. Dann haben wir hier drüben den Turm, der ist fertig aufgebaut. Der geht hier oben ins Dachgeschoss rein, da sind noch keine Fenster drin, da sollen dann noch Blumentöpfe, das heißt irgendwann kommt hier noch was mit Gardenstuff, was ich machen werde. Da kommt noch ein Teppich drüber, diese Konstruktion hier, das ist also die Verbindung von den Drawern, damit die dann alle zusammenhängen in einem System. So, das ist der Ausblick hier, jetzt schauen wir uns den ganzen Spaß vielleicht noch an. Gehen wir mal auf den Turm ganz oben drauf. Lalala, der ist ein bisschen höher. So, hier mit großen Fensterflächen zum Rausgehen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier runterfalle. So schaut das Dach hier dann von oben aus. Hier in diese Aussparung möchte ich das Netherportal reinsetzen. Das werden wir dann auch heute direkt machen, weil ich brauche Quarz und also Netherquarz, nicht Zertasquarz, um mir diesen Drawer-Controller endlich zu bauen. Das ist eine der Sachen, die ich heute angehen möchte. Und dann gehen wir noch runter in den Keller. Halt, hier geht es nicht in den Keller. In den Keller geht es da hinten immer noch. So, hier stehen also die Compacting Drawers. Hier drüben habe ich die Drawer hingebaut, wo jetzt meine ganzen Steine einsortiert werden. So, hier hat sich nicht mehr wirklich was geändert. Das hat ja beim letzten Mal schon funktioniert. So, die Aussparung ist auch noch da. Wie geht es meinem Wasser hier drin? Dem geht es gut. So. Hier soll dann auch die Rolling-Maschinen hin, wie ich gestern schon gesagt habe. Und hier kommt dann der Lavatank hin. Und hier drüben kommt auch nochmal ein Tank hin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Wassertank jetzt wird oder ob das der Sludge-Tank wird. Und was ich dann auf jeden Fall auch noch machen möchte, jetzt in dieser Aufnahmesession, ist hier das Ding automatisch mit Wasser versorgen, damit mir das nicht trocken laufen kann. So, ich habe ein paar Diamanten wieder gefunden, nicht wirklich viele, aber so viele brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Dann beim Schmelzen habe ich ein paar, also ich habe jetzt hier all mein Metall eingeschmolzen, ich habe auch ein paar Legierungen hergestellt, wie hier zum Beispiel das Bronze oder hier oben auch das Alumite. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal genauer durchnehmen. Ich habe noch gar keine Waffen. Was ich gemacht habe, ist mir hier diese Holzfäller-Axt, die also einen ganzen Baum auf einmal fällt. Weil Holz brauche ich dann doch in Massen. So, gehen wir mal hier rum. Ich habe jetzt dann hier auch den Weg angefangen, dass ich den außen rum ziehe. Und hier drüben werden einfach Bäume angepflanzt, weil ich ja massenweise Holz brauche. So. Also die ist recht praktisch, die funktioniert bei den meisten Bäumen, nicht bei allen, also auf jeden Fall bei allen klassischen Bäumen. Wenn die ein bisschen krumm und schief gewachsen sind, dann geht das alles nicht. Also bei den Eichenbäumen ja, bei den Biomes of Plenty Bäumen oder extra XXL irgendwas Dingen, Bäumen, da geht das nicht. Also alles, was einen geraden Stamm hat, funktioniert und was dann oben so ein bisschen verästelt, geht auch noch.
Aber alles, was irgendwo krumm und Scheps wächst, das funktioniert leider nicht mehr. Jetzt wollte ich euch das Gebäude noch vielleicht von ein bisschen weiter weg zeigen. Das ist dann. Also mir gefällt es. Ich bin ganz zufrieden damit, wie es geworden ist. So, jetzt sieht man natürlich nichts, weil der Baum hier im Weg ist. So, das wäre also die Frontpartie. Der Turm, der schaut ein bisschen klotzig aus. Aber muss er ja auch, ist ja ein Turm. So. Hier von der Seite mit den Dachaussparungen. Auf den Turm kommt natürlich auch noch ein Dach drauf. Na, komm hier. So, von der Seite. Dann gehen wir da nochmal da drüben. Schwimmen wir vielleicht mal auf die andere Seite rüber, damit wir ein bisschen Abstand haben, damit wir auch ein bisschen was sehen können. Bist du? Plant Megapack, okay. So. Ja, das wäre dann das Gebäude von hier. Also von der Seite gefällt es mir fast zum Mitte am besten. Gut, das war so. War das alles? Ja, im Großen und Ganzen war das alles, glaube ich. Habe ich hier noch was gemacht? Ja, hier unten habe ich die Wand noch zugemacht, damit es jetzt einheitlich nach links und rechts. Hier rechts geht es zur U-Bahn runter. Macht natürlich erst Sinn, die U-Bahn zu zeigen, wenn da auch Schienen sind, also den Tunnel, dass der da ist, das wisst ihr ja schon. Ja. Dann frisch ans Werk. Dann basteln wir mal den Drawer-Controller und die Rolling-Maschine. Das heißt, ich werde jetzt erst den Nether geben. Das ist manuelle Einsortieren von dem Zeugs, was ich schon drin habe. Das geht mir tierisch auf den Senkel besonders. So verschachtelt, wie das Ganze jetzt ist, ich kann mir jetzt schon nicht mehr merken, wo ich was habe. Jetzt habe ich hier oben so gut wie noch nichts einsortiert. Hier sind ein paar Treppen drin. Hier oben im Schlafzimmer habe ich so Federn und Wolle und Teppichzeugs, was ich dann noch machen möchte, kommt hier rein. Und ich werde auf kurz oder lang das Zeugs nicht mehr wiederfinden. Brauche ich immer ewig zum Sortieren, also das muss nicht sein. So, Portal, genau. So, Portal. Oh, aber das Loch oben ist doch drei breit. Ja, natürlich, weil seit langer, langer Zeit schon ist es nicht mehr so erheblich, in welchen Dimensionen die Portale gebaut werden. Also das muss nicht mehr 2x3 sein, sondern das muss jetzt mindestens 2x3 sein und darf aber auch wesentlich größer sein. Und ich mache das Portal natürlich größer. Ist ja alles ein bisschen größer hier. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, weil wenn noch irgendeine mit den. Das. Au. Hier,
Portal. Das sollte gehen, das heißt, das müssen wir jetzt dann gleich noch anzünden. Die erst den Steine wegbringen und im Nether möchte es dann natürlich gleich. Ich werde hier gleich 10.000, 2 Millionen, 12 Mal sterben. Falsch. Weil es der Nether ist. So, in diesem Modpack ist ja auch Nether Ores mit drin, was ich jetzt gemacht habe, einfach weil es auch bei Gronkh so ist. In den Standardeinstellungen explodiert das Nether-Erz, wenn man es abbaut. Dazu gehört auch der blöde Quarz. Wenn man das Zeugs abbaut und das zischt und pfeift und explodiert, dann gehen die blöden Pigment-Zombies alle Enrage und kloppen ein und die sind ja meistens da. Ansonsten ist der Nether ja relativ harmlos. Mal abgesehen davon, dass More Creatures da jetzt auch hier sehr unangenehme Kameraden schon mit einbaut. Das heißt, der Nether ist von sich aus schon mal ein gutes Stück gefährlicher geworden. Dann brauche ich nicht nur die ganzen Pigment-Zombies am Hintern. Von dem her habe ich diese Explosionen und diese Enrage-Pigments, das habe ich in der Config ausgeschaltet. Da war ich sehr, sehr froh. Ich habe mir hier auch einen Bogen gebastelt, ein paar Pfeile einfach. Bin nicht sicher, ob ich so glücklich bin damit. So, da kriegt man hier so ein Fadenkreuz. Wenn man den spannt, wird das immer kleiner. Irgendwann kann man dann schießen. So, in dem Bereich hat man einen relativ guten Bereich, wo man treffen kann. So, dieser Bogen schießt zwar relativ weit, aber braucht natürlich fürchterlich lange zum Spannen. Ich bin mir also nicht so wahnsinnig sicher, ob ich damit glücklich bin. Außerdem stört mich das Fadenkreuz. Ja. So, dann brauchen wir Feuerstein und Eisen und daraus machen wir ein Feuerzeug. Das behalte ich nicht in der Hand, weil wie oft zünde ich mich selber an? Hier oben ist dann doch ein bisschen Holz, das brennt alles. Ja, habe ich hier Platz? Ich habe ein Ersatzschwert, ich habe... Ach, das ist für einen Eimer, was ich da an Rüstung anhabe. Mit. Damit ich dann so das Wichtige. Nehme ich Türen mit? Nö, die Pigment-Zombies spawnen sowieso überall. Das ist ganz egal, wie hell und wie ausgeleuchtet das da ist. So, das wird jetzt hier eine Ruckelparty geben und Nether und Shader, das sind so zwei Sachen, die sich nicht so sonderlich vertragen. Das wird also auch seltsam ausschauen. Tja, ich war schon ewig nicht mehr in Nether drin. Ich will nicht. Also, ich habe das hier nicht getestet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Wahrscheinlich falle ich jetzt instant in die Lava. Bäh, Landschaft wird ja nicht runtergeladen. Das mit instant Lava war gar nicht so... relativ friedlich aus. Aber das wird nicht lange so bleiben. Riesen Lavatümpel hier direkt vor der Haustür.
höher. So, das muss nicht schön sein, das muss jetzt erst einmal nur ausreichen. Ups. Ja, da grunzt schon einer. Damit mir nicht ein Gast, wenn er kommt, der Garstige, das hier ausschießt. Hier, dann haben wir ein bisschen Vorraum. Was ist denn das hier? Sind das die komischen Schuhe? Ja, ja, grunzt du nur, Schweinepriester. Friedlich bleiben, Jungs. Ja, da drüben haben wir gleich ein bisschen Netherquarz. Das ist eigentlich alles, wofür ich hergekommen bin. Also ich werde hier natürlich auch irgendwann mal so ein bisschen Netherfestungsmäßig ein bisschen was aufbauen. Wenn du zu mir nach Hause kommst, ich ignoriere dich einfach. Füllen. Das hier einheitlich aus. So, stellen wir die Kiste hier hin. Nein. Stellen die Kiste hier in die Ecke. Rein, dann kommt dann der Ersatzschwert rein. Ja, für den Anfang sicher genug.
Umgebung. Ich weiß, es ist ein bisschen billig, wenn das Zeug nicht explodiert. Das wollte ich doch gar nicht. Warum baue ich jetzt hier Erze ab? Vielleicht, weil ich einfach so happy drüber bin, dass das mal nicht explodiert, der Schmarrn.